Schönen guten Morgen, willkommen zum Börsenbuffet Livestream der Germany 30. Hier leicht im Minus nach einem neuen Rekord. Germany 30 Cash im Hoch war er bei 15.708 am Freitag nach den gemischten Arbeitsmarktdaten. Weniger Stellenschaffungen, aber mehr gezahlte Löhne. Die durchschnittlichen Stundenlöhne sind stärker nach oben gegangen als erwartet. Und so sehen wir eben ein bisschen mehr Inflationsdruck, aber gleichzeitig auch nicht. Daten, die darauf hindeuten, dass der amerikanische Arbeitsmarkt hier vor einer Überhitzung stehen könnte. Das könnte ja die amerikanische Notenbank dazu drängen, stärker an der Zinsschraube oder schneller zumindest überhaupt mal etwas dran zu verändern. Das Signal dafür ist aus den Arbeitsmarktdaten nicht ablesbar gewesen. Neue Impulse fehlen aber auch. Auch der saisonale Antrieb ist nicht gesetzt. Der Verlauf des Juni bringt im Schnitt der letzten 10 Jahre eigentlich einen Abwärtstrend, nachdem die erste, nun letzte zu Ende gegangene Woche eher eine festere Woche ist. Sind die restlichen Wochen im Juni eher welche, die sinkende Hochpunkte und sinkende Tiefs bringen, aber dennoch im Tageskerzenchart jetzt mit dem höheren Hoch auch die unmittelbare Gefahr einer Trendwende nicht gesetzt im Tageskerzenchart. Im Stundenkerzenchart, ja, ist eine Situation natürlich, wenn man reinzoomt, immer ein bisschen anders. Da haben wir nun sehr wohl ein 1, 2, 3 Top. Unter 15.679 ist das intakt und könnte sich über die roten Fibonacci-Preiserweiterungsmarken auffächern. Im heutigen Börsenbuffet möchte ich mir im weiteren Verlauf auch nochmal die Wasserstoffaktien anschauen, also eine Plug Power, eine Lhasa. Und so weiter, um den Sektor auch nochmal zu durchleuchten. Die steigenden Zinsen haben auch etwas zu tun mit den Technologieaktien. Denn in einem Umfeld, in dem der Markt davon ausgehen muss, dass die Zinsen lange tief bleiben, haben wir etwas oder ist der Bereich Wachstumsaktien besonders attraktiv. Denn im Bereich Wachstum bei niedrigen Zinsen, ein Wachstumsunternehmen benötigt Kapital. Und so kann ich eben bei einem sehr geringen Kapitalkosten automatisch höheres Wachstum den Technologieaktien zugrunde legen. Bei steigenden Zinsen, wie wir sie nun seit August haben, ist der Spieß rumgedreht. Da steigen die Finanzierungskosten und es werden eben Value-Aktien attraktiver. Und das werden wir dann auch sehen, wenn ich mir den NDAQ Cash CFD anschaue. Der befindet sich nämlich hier in einer Situation, wo er sich schlechter entwickelt, schon seit Monaten, wie es die großen Indizes, also DAX, Dow und S&P, tun. Zunächst aber hier einmal der Blick, bevor wir dazu kommen, auf den Germany 30. Die vorbörsliche Spanne habe ich gerade eingezeichnet. Wir sind nun auf dem Weg potenziell zur unteren Begrenzung der vorbörslichen Spanne. Für mich gilt ein zweistufiger Trendfilter. Zunächst will ich überhaupt sehen, dass er in der Lage ist, die vorbörsliche Spanne zu verlassen in die eine oder andere Richtung. Die zweite Stufe ist dann, dass ich sehen möchte, dass er dann auch einen Trend aufbaut. Also in der kleineren Zeitebene schaue ich dann auf die Trendentwicklung in der kleineren 10-Sekunden-Chart-Auflösung. Die Signallinie, das ist das Tief der ersten Kerze, die außerhalb der vorbörslichen Spanne schloss. Diese Signallinie liegt bei 15.600.
37. Ein Schlusskurs darunter würde bedeuten, okay, man kann davon sprechen, dass die vorbörsliche Spanne nachhaltig nach unten verlassen wurde. Da ich mich hier im 1-Minuten-Kerzenintervall befinde, achte man lieber auf doppelte und dreifache und saubere Bestätigungen. Das, was wir jetzt in der vergangenen mit dieser Kerze, das ist eine Hammerkerze und sie ist auf der 15.631. Und eben im Stundenchart hatte ich ja schon mal darauf hingewiesen, aha, diese rote Marke ist ja eine Fibonacci-Extension dieses ursprünglichen Abwärtsimpulses, dieses 1, 2, 3 Tops und das, diese Marke haben wir gerade im 1-Minuten-Chart mit einer Hammerkerze getestet. Also diese Kerze war ja eine lange bärische Kerze gewesen, ja, das Tief hier, sie hätte auch da unten schließen können. Dann hätten wir wirklich einen sauberen, nachhaltigen Bruch der Signallinie gehabt. Dazu ist es nicht gekommen, sondern es wurde hochgekauft, fast bis zum Hoch dieses Intervalls und wir sehen jetzt eben so eine beginnende bullische Einhüllung, das ist also eine steigende Kerze, diese Hammerkerze dann auch bestätigen könnte. Tut sie, also wir haben jetzt, wer mit Kerzenchart sich auskennt, eine Hammerkerze, die durch eine bullische Kerze, durch also eine steigende Kerze, deren Kerzenkörper den schwarzen Kerzenkörper komplett einhüllt, bestätigt wird. Das ist ein Bullish Engulfing Pattern. Eine Unterstützung bei Hammerkerzen ist auch die Hälfte der unteren Begrenzung. Er dürfte eigentlich ein bisschen tiefer liegen, eigentlich auf der 15.631. Also es besteht jetzt die Chance, dass wir ein 1, 2, 3 bekommen, also eine Bodenbildung. Dann hätten wir also ursprünglich hier den Versuch gehabt, einen Trend aufzubauen nach unten, dann eine Gegenbewegung, ein 1, 2, 3. Dann also als Gegenentwurf zu dem, wir bauen einen Trend nach unten auf, hat nicht geklappt. Und wir drehen den jetzt wieder über ein 1, 2, 3. Das wäre eine Möglichkeit. Bedingung ist natürlich, dass das Tief hier auch hält und nicht unterschritten wird. Insofern haben wir jetzt eine interessante Situation, da wir jetzt eben die Signalkerze unterschritten haben, 15.637. Ich gehe jetzt in den 10-Sekunden-Chart, um sehen zu können, okay, jetzt wo wir es unterschritten haben, ist im Rücklauf hier dem Markt es möglich, eben trendbestätigend einen Abwärtstrend aufzubauen. Und es geht jetzt eben auch sehr maßgeblich darum, 15.627,80 zu halten, das bisherige Tagestief. Oder zumindest das Tief seit der Öffnung. Ja, ist das tiefere Tief, also Bodenbildung, ist direkt nicht mehr möglich.
Das ist nicht das 1, 2, 3. Also wir haben hier drunter geschlossen. Der Rücklauf war dieser. Das bedeutet also, wir haben eine Validierungslinie bei 15.639.05. Wenn der Germany 30 da drüber gehen sollte, hätte er den Abwärtstrend gebrochen. Wenn er drunter bleibt, hätten wir jetzt die roten Fibonacci-Extensionsmarken. Ich gebe dir mal eine andere Farbe als mögliche Zielzonen. Jetzt in Pink. Okay, also wir haben jetzt einen sauberen Trendaufbau in Germany 30, hat die vorbörsliche Spanne verlassen, bewegt sich abwärts. Nun der Blick auf die Technologieaktien, bevor wir zum Thema Wasserstoff kommen. Tech-Aktien auch unter Druck. Wir haben bei den Technologieaktien die Situation, dass wir im Tageskerzenchart die Korrektur des Mais hier gab es dann einen Aufwärtsimpuls vom 13. Mai. Ja, bis drei Tage später. Das ist der, sagen wir mal, federführende Aufwärtsimpuls, dessen 61,8er Fibonacci-Extension am Freitag erreicht wurde. Nach den Arbeitsmarktdaten gab es also einen sehr starken Tag und jetzt prallen wir quasi von dieser 13,781,95 ab. Grundsätzlich muss man sagen, dass wir von oben kommend ein 1, 2, 3 Trendwendemuster hätten haben können. Dazu gab es aber dann ein höheres Hoch. Also das, man muss, um diese Hochpunkte und die 1, 2, 3 Muster bestimmen zu können, immer den höchsten Punkt eines Aufwärtstrends sich anschauen. Weil hier war der tiefste Punkt des Aufwärtstrends, der höchste Punkt war hier. Davon ausgehend haben wir hier ein 1, 2, 3 Top, also ein Trendwendemuster bei den Technologieaktien. Ich zeichne das mal ein in Rot. Und wir sehen jetzt, dass wir quasi so die 2 so ungefähr die Zone von der getestet haben. Also den Widerstand, der ist getestet worden, diese 1, 2, 3. Und zuvor sieht man, wir haben die 1 bullish getestet. Also die 13,393 wurde gehalten. Ja, wir sind erst drüber gegangen, im Rücklauf wurde sie dann gehalten. Und wir sind jetzt eben an die 61,8er gegangen. Bedeutet grundsätzlich, auch diese Price-Action hier am Donnerstag und Freitag ist eigentlich eine Bestätigung von dem bullischen Druckaufbau. Also die 1, also das 1, 2, 3 Top ist nicht reaktiviert worden. Es wird reaktiviert. Es würde reaktiviert werden, wenn wir unter 13,393 gehen. Das wurde hier abgewendet. Also ist die Szenario bullischer Druckaufbau durchaus gegeben. Nur grundsätzlich oder kurzfristig ist dem nicht so, sondern kurzfristig haben wir hier bei den Technologieaktien ein 1, 2, 3 Top. Unter 13,734 könnte das entstehen.
wenn wir um 10 Uhr unter 13.734 schließen. Könnten uns dann eben in eine korrektive Bewegung, also Korrektur von diesem Anstieg, begeben. Grundsätzlich haben wir hier also jetzt die Situation, um das zusammenzufassen: Im Tageskerzenchart haben wir dieses 1-2-3-Tief, davor ein 1-2-3-Top und diese beiden ergeben hier quasi eine Unterstützung. Aktuell zwischen 13.393 bis 13.454. Aber ohne dass wir jetzt hier ein neues Allzeithoch machen, ist hier eben kein neuer Trendaufbau nach oben übergeordnet zu sehen bei den Technologieaktien. Und solange wir quasi die 12.923 nicht unterschreiten, ist auch das Signal nicht gesetzt für eine Trendfortsetzung nach unten. Also grundsätzlich hier, was die Tech-Aktien angeht, den großen Index angeht, eigentlich eine Seitwärtsbewegung, ohne dass diese beiden Bedingungen erfüllt sind. Insofern muss man hier übergeordnet auf ja, eine Entscheidung warten. Das ist Szenario 1. Oder man hangelt sich hier wirklich in diesem komplexen Bereich des Seitwärtsmarktes entlang, wo wir also einen Widerstand haben, wir haben eine Unterstützung und wir haben ganz viele Projektionen dazwischen, die als Unterstützung oder Widerstandsstände gelten können, also kurzfristige Trading-Bewegungen, die auch sehr technisch getrieben sind, ist das, was eben jetzt grundsätzlich erst einmal im NDAQ ablesbar ist. Und das schlägt sich auch ein bisschen nieder, wenn man sich die Tech-Werte anschaut und auch die Wasserstoffwerte, auf die ich jetzt dann gleich eingehen möchte. Grundsätzlich der Germany 30 kurz davor, seinen Trend zu unterbrechen. Da ist der Abwärtstrend unterbrochen worden. Also das ist auch wieder, ich kann im Vorfeld nicht sagen, wie weit sich so eine Abwärtsbewegung dann bewegt, aber ich kann jetzt genau sagen, jetzt hat er einen Trend unterbrochen. Das ist genau die Info, die wichtig ist und die jetzt einem ermöglicht und mir ermöglicht, hier im 1-Minuten-Chart wieder umzuschalten und zu schauen, okay, wir haben jetzt einen starken Aufwärtsimpuls. Wird daraus denn mehr als ein Short Squeeze? Weil das hier ist hier, wenn so Bewegungen so nicht durch Unterbrechungen stattfinden, sondern sehr stark in einen wieder in Linie gezogen, könnte ja auch noch weitergehen, dann deutet das eben darauf hin, dass hier eben eher Leerverkaufspositionen aus dem Markt rausgedrängt werden. Das muss hier nicht wirklich heißen, dass hier jetzt besonders hoher Kaufdruck plötzlich aufkommt. Natürlich kann es das auch sein, aber eine saubere Entwicklung wäre eigentlich gewesen und auch eine, die zu einem neuen Trendaufbau aufwärts gepasst hätte, wenn er mal hier eine Unterbrechung gemacht hätte. Ja, sowas hier. Also ein sauberes 1, 2, 3. Das, was wir jetzt hier sehen, ist eben so typisch etwas, was eben zu einem Seitwärtsmarkt passt. Mal nach unten antäuschen, dann rast er wieder nach oben. Ja, und insgesamt ist er dann jetzt wieder da, wo er eigentlich in der vorbörslichen Spanne auch schon gewesen ist. Also das ist kein Trendmarkt, zumindest nicht nach dem, wie ich das hier sehe oder analysiere. Also da muss man jetzt erstmal weiter beobachten. Grundsätzlich, wenn wir uns die Wasserstoffwerte anschauen, ist eine Nel ASA nun in einer, sagen wir mal, an einer Marke angelangt, eine Lase aus dem Wasserstoffsektor bei der 1682. Das sind norwegische Kronen, die CFDs auf Aktien bei CMC Markets basieren auf den liquidesten Handelsplätzen, die es für die jeweiligen Aktien gibt, da eine Lase ein norwegisches Unternehmen ist.
ist die Börse in Oslo hier die Referenz. Man kann das auch sehen, wenn man zum Beispiel in den Bereich Elektromobilität geht, sich eine BYD anschaut. Dann sieht man hier oben links in dem Menü auf der Handelsplattform von CMC Markets in der Produktübersicht steht hier bei Nelasa stehen norwegische Kronen. Ja, bei BYD zum Beispiel würden da Hongkong-Dollar stehen. Und im Übrigen bekommt man hier in der Produktübersicht alle Informationen transparent, tut auch den Haltekosten, die man zu entrichten hat bei CFD-Positionen, wenn man die über 23 Uhr hinweg hält. Die Handelszeiten kann man sich anschauen, die sind bis 16.20 Uhr, das ist die Börse Oslo. Schließt früher bis 16.20 Uhr, quasi wenn man die Position hält, hält man sie automatisch auch über 23 Uhr, weil man nach 16.20 Uhr die CFDs auf Nelasa nicht mehr handeln kann, hat dann Haltekosten, die anfallen. Ein Margin-Satz, der ist bei 20%, also hat man einen Hebel von 5. Diese Ausgestaltung ist für CFDs von CFD zu CFD unterschiedlich. Insofern macht es Sinn, sich die Produktübersicht näher zu betrachten. Bei Nelasa sehen wir, dass wir bereits im Januar ein 1-2-3-Top ausgebildet haben. Dieses 1-2-3-Top ist hier zu sehen. Ja, wir haben also eine Rallye bis 35,15 gesehen, dann einen Rücksetzer bis 31,65 und dann eine Gegenbewegung, die eben nicht in der Lage war, den Aufwärtstrend fortzusetzen. Anders ist es noch gewesen, wenn man sich diese Geschichte hier anschaut. Da hatten wir auch einen Abwärtsimpuls und dann war es nicht nur ein Versuch gewesen, ein höheres Hoch zu machen, sondern hier mit dieser Ausbruchskerze hat der Trend sich fortgesetzt. Genau das ist hier nicht passiert, sondern diese Kerze hier hat den ursprünglichen Abwärtsimpuls mit der Zwischeninformation, das konnte der Trend nicht fortgesetzt werden, verlängert. Und zwar auf Schlusskursbasis. Und das ist genau dieses 1-2-3 Trendwendemuster, das hier bei Nelasa, sagen wir mal, so der erste Sargnagel war in diesem Aufwärtstrend, das ist also per Definition gebrochen, wo man dann sagen konnte, okay, sind das sofort wieder über diese Marke drüber. Also waren schon gewisse Zweifel da, es waren noch sehr viele Käufer in der Aktie und dann aber hier, dieser Tag war halt wirklich ein, sagen wir mal, eine Bestätigung, ja, man gesagt hat, okay, technisch, Jungs, hier geht es auf der Oberseite nicht weiter. Ja, es ist kein neues Rekord hochgekommen. Und dieser Tag, und die Kerze ist von der Enttäuschung, dass kein neues Rekord hochgekommen ist, bis zur Reaktivierung quasi der 31,65, alles an einem Tag. Ja. Und man sieht auch, dass diese schwarze Kerze hier alle Tage davor den Versuch, hier quasi einen Trend fortzusetzen, alles eingehüllt hat, komplett. Am nächsten Tag ist dann gerutscht bis der 100er-Extension. Ja, und dann kam halt hier nochmal ein Versuch, in Bewegung zu gehen. Da hat aber schon die Kraft gefehlt insgesamt, ja. Und jetzt sehen wir eben, dass der Markt hier in den Bärenmarkt gerutscht ist. Also ein intakter Abwärtstrend. Und jetzt sind wir an der 4,23,6er-Extension. Das ist nun die Zone bis zur 5,81er-Extension, wo man sagen kann, da ist eine volle Aufwächerung gelaufen. Das heißt, nun ableitbar sind wir in der Zone, wo der Markt wieder drehen könnte, wenn er denn in der Lage wäre, ein sauberes 1, 2, 3 Tief auszubilden. Das ist halt dann die Bedingung. Das weiß man im Vorfeld nicht. Also einfach zu sagen, ja, in der 4,23er dreht der Markt wieder nach oben, kann ein großer Fehler sein, wenn nicht die Bestätigung da ist. Und die ist nach meinem Dafürhalten hier bei Nelasa nun nicht wirklich da, wenn ich da mal reinzoome. Dann ja, kann man dann schon, sagen wir mal, wenn man unbedingt will, hier so ein 1, 2, 3 sehen. Aber da gibt es zwei Probleme. Das erste ist, der Impuls hier nun ist nicht wirklich ein starker Impuls. Prozentual ist es sehr wohl so. Ja, wenn wir uns hier diese Steigerung anschauen, 11,6%, kann man sagen, ja, ist ja nice. Aber
Zur Volatilität von davor passt es nicht so richtig. Also müsste ein bisschen stärkerer Impuls sein, um es optimal zu gestalten. Und dann gibt es zwei Probleme. Aktiviert das 1, 2, 3, fällt zurück. Aktiviert das 1, 2, 3, fällt zurück. Kann dann hier nicht mehr drüber. Also eher so das Szenario bärischer Druckaufbau, wo die 1585 exponiert ist. Also kein Boden, kein sauberer Boden, der hier entstanden ist bisher. Insofern wäre es eigentlich, sagen wir mal, besser, dass sie nochmal auf ein neues Tief geht, ohne dass ich jetzt sage, dass ich weiß, dass sie auf ein neues Tief geht, keine Ahnung, aber es wäre, sagen wir mal, für das Chart-Setup besser, dass sie nochmal auf ein tieferes Tief geht, wo auch immer sie dann dreht, und dass dann eben ein sauberes 1, 2, 3 Tief entsteht. Ja? Also der Gegenentwurf auf der Unterseite zu dem, was hier auf der Oberseite passiert ist. Ja? Also sauberes 1, 2, 3. Die 581er zur Orientierung sollten wir jetzt hier nach unten durchrutschen, wäre die nächste ableitbare Unterstützung, mögliche Unterstützung zumindest. 1132 liegt die dann bei Nelasa. Bei Plug Power ist eine ähnliche Situation entstanden. Bei Plug Power haben wir auch ein 1, 2, 3 Top, das sich gebildet hat. Das nicht so ganz sauber ablesbar ist. Ich glaube, in der kleineren Zeitebene war ich da auch schon mal, habe ich mir das auch schon mal angeschaut. Aber wir sehen eben, der Preis ist hier nach unten gerutscht und dann gab es hier eine Gegenbewegung. Dann den Versuch, das zu halten, mehrere Tage, wo dann eben auch, man sieht das an diesen Kerzen, versucht, das Niveau zu halten und sie sind dann hier in den Versuch gegangen, im Übrigen auch hier in den Versuch gegangen, den Trend fortzusetzen. Ja, also über 75, 46 zu gehen, einen Aufwärtstrend und fortzusetzen auf ein neues Rekordhoch. Das hat ja nicht geklappt. Ja. Und dann ging es halt nochmal um den Test von der 1, von diesem Impulsende, von der 62,98 Dollar Marke. Und dann eben dieser Tag wurde dann auch nicht mehr groß in Frage gestellt. Ja, hier vielleicht nochmal so ein bisschen Gegenbewegung, aber das war es dann auch. Die ist dann eben in eine Korrektur gegangen, wo jetzt auch die 261er zuletzt gebrochen wurde. Man kann hier dann auf der Unterseite auch wieder sagen, okay, diese eine Kerze kann ich ja als Anlaufpunkt sozusagen nehmen für ein 1, 2, 3. Also für eine Bodenbildung, dann eben ja, dass das eben wirklich die Trendwende ist. Problem ist aber auch wieder, dass eben dieser Impuls nun nicht wirklich sehr stark ist. Ja, es sieht auch nicht sauber von der Gegenbewegung aus. Also sind diese 1, 2, 3, muss man auch dazu sagen, objektiv, sage ich mal, schwer eingrenzbar, sondern es ist eher so eine subjektive Geschichte. Ja, wann ist ein 1, 2, 3 wirklich ein sauberes 1, 2, 3? Da kann man sich drüber streiten. Hier ist es kein sauberes 1, 2, 3, wenn ihr mich fragt. Und ja. Es würde auch hier eine volle Aufhechung aus diesem 1, 2, 3 an die 4,23er die Aktie ja eigentlich auch nicht mehr zurückbringen an die alte 1, die ja dann auch irgendwann gebrochen werden und gehalten werden müsste, um hier quasi den Trend dann fortzusetzen. Also auch hier kein sauberes 1, 2, 3, sondern eigentlich eher so ein Rücklauf an die 30-Dollar-Marke, 30,31 ist eben die 2,61er potenzieller Widerstand. Also hier. Ja, ist also von neuer überzeugter Kaufkraft nichts zu sehen, aber sehr wohl kann man natürlich in dem bärischen Swing, den wir jetzt hier haben, natürlich auch sich orientieren. Das ist immerhin ein Plus von gut 70%. Ja. Also darf man nicht vergessen. Da sollte man dann aber, wenn man wirklich in diesen, sage ich mal, High-Beta-Aktien, die dann so sehr schwankungsintensiv auch sind, in kleinere Zeitebene dann gehen, weil da kann man dann sehr wohl hier zum Beispiel im 4-Stunden-Chart dann sehen, aha, sehr wohl war das ein Aufwärtsimpuls, ja. Und wir haben dann hier zum Beispiel die Situation gehabt, dass wir mit dem Gap-Up nach oben sind und im Rücksetzer an die 23,72 wurde es gekauft und wir haben seither einen intakten Aufwärtstrend, ja. Also auch so eine Bärenmarktwende, wie wir sie hier haben, kann man sehr wohl eben so eingrenzen. Ich gucke jetzt gerade mal, wie weit hier mein Chart zurückgeht. Die 1, also man kann dann auch zum Beispiel im 4-Stunden-Chart sieht man, aha, da ist ein 1, 2, 3, das bei Plug Power entstehen könnte und hat dann die Chance eben zu sagen, okay, ich gucke mir diesen Rücklauf
in 5 Minuten Chart mal an, ja. Und guck also, okay, wir haben ein Gap Up, damit könnte ein 1, 2, 3 und 4 Stunden Chart aktiviert werden. Und warte dann eben nach der Öffnung 15.30 Uhr, muss eine Weile warten, bis 19 Uhr, ging also eine Weile, man kann es da auch mit Preisalarm helfen und sagt, okay, wenn hier 24 Dollar unterschritten werden, möchte ich einen Preisalarm haben, das kann man hier oben dann setzen, neuen Preisalarm erstellen, setzt dann einen Preisalarm bei 23,99 zum Beispiel und man kann dann eben sich anschauen, okay, die Preisbewegung, entsteht denn an der Stelle ein sauberes 1, 2, 3, ja, jetzt ist die 23,72 erreicht worden. Und jetzt guckt man hier einfach, okay, entsteht hier etwas, was irgendwie nach einem sauberen 1, 2, 3 aussieht. Im 5-Minuten-Chart war es das nicht, aber man sieht hier, ist im 1-Minuten-Chart, soweit wird jetzt meine Chart-Historie nicht zurückreichen, vermute ich mal. Ja, leider nicht. 3-Minuten-Chart, vielleicht sieht man es da besser. Ja, geht auch nicht zurück. Okay, aber man kann hier ganz gut sehen, da ist also ein Aufwärtsimpuls gewesen, Gegenbewegung und dann höheres Hoch. Also man hat hier dann so ein Trendwendemuster gehabt. Ja. Im 1-Minuten-Chart hätte man das beobachten können und hätte dann eben die Kombination gehabt aus Unterstützung im 4-Stunden-Chart und im 1, 2, 3 im 1-Minuten-Chart und konnte sich dann da orientieren für den Beginn von einem Aufwärtstrend. Dass das dann so weit läuft, hätte man aus dem 1 Minuten 1, 2, 3 dann nicht ableiten können. Aber ein Aufwärtstrend stirbt ja keinen Alterstod, wenn man so möchte, sondern der ist so lange intakt, bis er gedreht wird. Man hätte auch in der höheren Zeitebene nochmal schauen können, okay, wir haben hier also ein 1, 2, 3. Sieht dann mit der neuen Eröffnung am 18. Mai dann nochmal getestet wurde im Tief und dann eben die Auffächerung nach oben, wo man dann jetzt auch sagen kann, okay, wir sind jetzt in der Zone in der vollen Auffächerung bei der 581er angelangt, wir haben die 261er als Widerstand und da kann man jetzt auch wieder schauen mit der Info, okay, ist ein möglicher Widerstand hier zu sehen, Widerstandsbereich, entstehen denn da dann eben irgendwelche 1, 2, 3 Muster. Ja, also man kann es kleinteilig machen, wie man möchte, abhängig von der Zeitebene, auf der man eben gerade unterwegs ist. Seitenblick auf den Germany 30. Gefällt mir halt nach wie vor nicht so richtig. Was man jetzt machen kann im Germany 30, ist, die Signallinie ist überschritten worden. Man könnte in den 10 Sekunden Chart gehen und überprüfen, ob wir hier eben 1, 2, 3 tief ausbilden. Gleichzeitig kann man auch ergänzend diesen Abwärtsimpuls sich anschauen und dann das Verhalten an der 1 von diesem Abwärtsimpuls. Sollte die 15.676 gehalten werden, bestünde die Möglichkeit für einen bullischen Druckaufbau, eine Trendfortsetzung nach oben. Weiteres Unternehmen ist eher ein kleines Unternehmen, ist aus dem Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Sektor, ist Fuel Cell Energy. Bei Fuel Cell Energy, nun, die schwankt noch stärker als eine Plug Power Tat, habe ich im 4-Stunden-Chart, ich glaube sogar im Stunden-Chart hier, dieses 1, 2, 3 eingezeichnet von Anfang Februar, das sich nunmehr auch zur 4,23er aufgefächert hat. Man sieht an der 4,23er, ja, geht der Verkaufsdruck raus, aber es ist eben da auch keine steile Trendwende, die sich da ergeben hat. Man kann aber hier feststellen, dass wir ein 1, 2, 3 Tief hier ausgebildet haben und das dann auch wieder Orientierung bietet. Nochmal neu. Im Stundenchart sieht es so aus und dann kann man hier auch wieder in den 5-Minuten-Chart gehen, um zu überprüfen, okay, ist Fuel Cell hier in der Lage, das 1, 2, 3 zu aktivieren. Wir hatten es hier schon mal zurückgenommen worden. Ja, ein bisschen spannender, das macht, das sieht man es auch hier, 5-Minuten-Chart um 16.50 Uhr, da drüber gewesen, dann wieder drunter gefallen.
dann hier neue Öffnungen, jawohl. Und da dann eben, man sieht eben durch die Volatilität, die wir hier nicht gehabt haben, ist sie dann jetzt hier nach oben ausgebrochen. Ja, und läuft dann erstmal weiter am nächsten Tag. Rücksetzer an die 802. Ist gekauft worden, versuchen es nach unten zu drücken. Kein tieferes Tief. Und dann die Vermutung kommt ein höheres Hoch. Nicht gekommen, dann doch ein tieferes Tief. Ja, und dann doch ein höheres Hoch. Da würde ich dann jetzt auch wieder schauen, okay, ist dieser Aufwärtsimpuls, wenn er denn endet, kann da ein 1, 2, 3 entstehen. Ja, da haben wir ein 1, 2, 3. Also bedeutet, wir haben jetzt mit der Situation, wie sie jetzt hier gerade ist, ja, quasi den Rücktest bullisch beendet. Ja, der Rücktest, hier ist der Ausbruch gewesen, der hier nicht geklappt hat, hier hat er geklappt, dann eine Rallye. Und irgendwann ist dann erstmal der Ausbruch, der erste Ausbruch zu Ende und es kommt zum Rücktest des Levels. Ja, die 802 war ja hier und hier noch ein Widerstand, ist gebrochen worden und es soll zur neuen Unterstützung werden, soll es dann Polaritätswechsel geben. Widerstand wird zur Unterstützung und wie wird ein Widerstand zur Unterstützung? Nun, indem quasi ein Support, die 802 hier, getestet wird. Und das ist hier abgelaufen mit diesem 1, 2, 3. Also eine 1, 2 und der Schlusskurs über der 8,27 ist die 3. Bedeutet, ich kann jetzt mit der Situation, die ich jetzt hier habe, nicht sagen, ah ja, jetzt steigt es natürlich. Ja. Wäre schön, wenn es irgendwas gäbe, wo man die Zukunft so präzise vorhersagen kann oder überhaupt vorhersagen kann. Das ist nicht der Fall, auch nicht mit einem 1-2-3-Muster. Aber was ich sagen kann, ist, ich kann mich jetzt orientieren, okay, solange wir unmittelbar über 8,27 bleiben, ist das 1-2-3 intakt und ich kann davon ausgehen, dass wir uns orientieren in Richtung 8,53 und höher möglicherweise. Ja. Da kann ich dann auch wieder im Stundenchart wieder schauen, okay, wo ist die 61,8er in Pink. Ja. Zerstört werden würde dieser bullische Rücktest, wenn die Fuel Cell unter 7,85 gehen sollte. Und ich würde dann auch skeptisch werden, wenn jetzt die nächste Kerze sofort wieder drunter geht. Ja, da muss man also aufpassen auf saubere Signale. Perfekt wäre es, wenn sie direkt durchläuft. Ja, also läuft direkt weiter, sind also Käufer da, die das dann auch handeln. Ja, ist ja auch irgendwo wichtig. Ja, und da ist die 61er nun fast erreicht worden. Da ist dann eine Rücktestnummer gewesen, 20.15 Uhr nach der Mittagspause. Also da ist auch die Situation jetzt, die, dass eben dieser Boot bei 8,27 erstmal gehalten wurde. In Ordnung, die 61er ist aber auch verfehlt worden, ist also auch nicht wirklich super optimal. Aber solange die 8,27 hält, drunter wäre dann die 8,15, der Punkt 2 aus dem Tief. So, und dann neue Eröffnung. Okay, die 100er ist erreicht worden. Hier wird die 2 getestet. Jetzt muss sie halt wieder über die 8,27 drüber. Der Fehlversuch, hier die 8,27 zu überschreiten, ist erstmal kein schönes Signal. Da muss man also aufpassen. Wenn jetzt die 2 unterschritten werden sollte, geht es eher wieder in 802 und 785er Richtung. Ja, man sieht also, hier ist gedeckelt. Ist erstmal keine Rallye-Ambition mehr da. Das kann sich natürlich auch wieder sofort ändern, wenn die 827 überschritten wird, wie es hier der Fall war. Ja, also hier die 2 wurde nochmal getestet, wurde nicht unterschritten. Und jetzt sind wir hier quasi in dieser Situation. Dann nochmal angelaufen wurde, nicht mehr unterschritten wurde und dann volle Auffächerung, fast bis zur 581, aber zumindest bis zur 423er ist sie dann weitergelaufen. Ja, und so hat man die Möglichkeit eben, sich zu orientieren, aber auch bei Fuel Cell würde ich sagen, im Tageskerzenchart
keine Ambition für eine größere Bodenbildung zu erkennen. Germany 30 hat ein höheres Hoch gemacht, insofern der Trend intakt. Ein Blick auch auf Gold. Beim Goldpreis ist im 5-Minuten-Chart, haben wir erstmal, sagen wir im Tageschart, ein 1-2-3 Impulsende bei 18,63. Ja, das haben wir nochmal, das haben wir ausgebrochen. Rücktest auf dieses Level im 5-Minuten-Chart. Ich gebe dem eine andere Farbe, dann sieht man es auch besser. Im 5-Minuten-Chart ist an der 18,63 ein 1-2-3-Tief entstanden, das dann am Freitag bis zur 4,23 nach oben verlängert wurde. Bedeutet, der Impuls hier vom Freitag ist, sagen wir mal, hat sich voll aufgefächert nach oben. Ich kann jetzt zum Beispiel im Stundenchart mir auch wieder anschauen, okay, ist hier ein stärkerer Impuls zu erkennen? Und tatsächlich ist er das. Wir haben hier also ein 1,2,3, das dann mit den Arbeitsmarktdaten zu 1,61 aufgelöst wurde. Und da sehen wir aber auch, dass es einen Trendbruch gegeben hat. Also wir müssten jetzt zur Aufnahme, Wiederaufnahme des Aufwärtstrends 1888 überschreiten und auch als Unterstützung halten. Das haben wir hier gerade nicht getan, haben es als Widerstand bestätigt. Also haben wir jetzt erstmal wieder eine Seitwärtsbewegung beim Gold, trendlose Phase im Stundenkerzenchart mit der Chance, dass wir im Tageskerzenchart eben eine Top-Bildung vermeiden, also die Reaktivierung von dem Top vom August vermeiden, wenn sich der Markt hier entscheidet, wieder in eine Trendphase zu gehen. Aber für den Moment unter 18,88 und über 18,71 ist der Markt hier in einer trendlosen Phase, weil sich ein 1,2,3 Top und 1,2,3 Tief anschauen und keines der beiden kann sich wirklich durchsetzen. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten heute, wünsche allen noch einen erfolgreichen Handelstag. Wir sehen und hören uns dann, wenn ihr wollt, morgen um 8 Uhr wieder mit CMC Espresso und 9 bis 10 Uhr wieder mit dem Börsenbuffet.